Willkommen zu meiner kleinen Anleitung zum Thema Kreuzeraufgaben. Dabei handelt es sich um grafische Lösungen navigatorischer Aufgaben. Der Begriff Kreuzeraufgabe stammt aus der Zeit, als nur der Kreuzer für taktische Aufgaben zur Verfügung stand. Alle Einheiten mussten aber in der Lage sein, diese zu lösen, genauso wie zivile Einheiten zum Beispiel zur Kollisionsvermeidung. Ich behandle hier aber nur taktische Aufgaben aus dem Lehrbuch der Navigation, aus Mathematik und Marine und den erweiterten Lösungen des Mathematikers Walter Wunderlich. Bei den Puristen entschuldige ich mich, dass ich zur Darstellung die Navigationskarte aus Silent Hunter 3 verwende. Ich könnte zwar alles auch auf Papier zeichnen, zum einen habe ich hier aber alle Instrumente beisammen, zum anderen bin ich deren Verwendung gewöhnt. Wer Silent Hunter nicht kennt, hier werden alle Entfernungen in Metern oder Kilometern angegeben, anders als in der Navigation in Meilen. Für die grafische Darstellung ist dies aber unerheblich. Für das Ausführen der grafischen Berechnungen ist es wichtig, die Strecken, Zeiten und Geschwindigkeiten zu bestimmen. Diese können wir mit den bekannten Formeln berechnen, mit Rechenschiebern, Nomogrammen oder mit Tafeln, wie sie in jedem nautischen Handbuch beiliegen. Zu den einfachsten navigatorischen Aufgaben gehört das Sammeln in vorgeschriebener Zeit. Zur Lösung wird zuerst die eigene Position in der Karte eingetragen, danach der Punkt, auf den gesammelt werden soll. Dies kann ein befreundeter Verband oder ein gegnerisches Schiff sein. Allgemein wird es deshalb als Richtungsschiff bezeichnet. Nachdem der Kurs des Richtungsschiffs eingezeichnet wurde, wird darauf die Entfernung, die das Richtungsschiff in der vorgeschriebenen Zeit zurückgelegt hat, so wie sie in den nautischen Tafeln entnommen wird, eingetragen. Danach kann man vom eigenen Standpunkt aus den Kurs zum Richtungsschiff bestimmen und aus dem gemessenen Abstand in den nautischen Tafeln die dafür benötigte Geschwindigkeit ermittelt werden. Soll nicht direkt auf das Richtungsschiff gesammelt werden, sondern auf eine bestimmte Position in einem bestimmten Abstand, so wird diese Position vom Richtungsschiff abgetragen und an diese Stelle ein Hilfsschiff gedacht, auf das wie zuvor beim Richtungsschiff das Sammeldreieck eingezeichnet wird. Lässt sich die Aufgabe Sammeln in vorgeschriebener Zeit nicht lösen oder es wird das Sammeln in kürzestmöglicher Zeit befohlen, so wird die Aufgabe als Kreuzeraufgabe mit Höchstgeschwindigkeit gelöst. Dazu müssen zunächst der Kurs und die Geschwindigkeit des Richtungsschiffes bekannt sein,
sowie die Höchstgeschwindigkeit des Kreuzers. Für beide ermittelt man die Strecke, die sie in einer bestimmten Zeit zurücklegen, passend zur Kartengröße und zum Maßstab. In diesem Beispiel beträgt die Geschwindigkeit des Richtungsschiffes 8 Knoten und die Höchstgeschwindigkeit des Kreuzers 18 Knoten. Passend zum Kartenmaßstab wähle ich das Zeitintervall von 30 Minuten und lese aus den nautischen Tafeln, welche Strecke beide in diesem Zeitraum zurücklegen. Das Richtungsschiff liegt in dieser Zeit 7410 Meter zurück, der Kreuzer 16650 Meter. Beide Strecken habe ich bereits als Zirkelmaß vorbereitet. Als erstes werden Positionen des Kreuzers und des Richtungsschiffs auf der Karte eingetragen und beide mit einer Peilungslinie verbunden. Danach wird die Kurslinie des Richtungsschiffs eingezeichnet, in diesem Beispiel 0 Grad. Als nächstes wird die Geschwindigkeit des Richtungsschiffs an seiner Position abgetragen. Ich muss dazu nur das Zirkelmaß an seine Position verschieben. An dem Schnittpunkt der Kurslinie wird nun das Zirkelmaß für die Kreuzergeschwindigkeit eingezeichnet. An diesem Kreis und der Peilungslinie entsteht nun ein weiterer Schnittpunkt, den wir mit dem Schnittpunkt an der Kurslinie des Richtungsschiffs verbinden und darüber hinaus verlängern. Dies ist bereits die Kurslinie, die wir nur noch auf die Position des Kreuzers verschieben müssen. Vom Schnittpunkt beider Kurslinien kann man den Abstand abmessen und die benötigte Zeit bis zum Treffen berechnen. Ist die Geschwindigkeit des Richtungsschiffs größer als die Höchstgeschwindigkeit des Kreuzers, muss sich der Kurs des Richtungsschiffs natürlich der Position des Kreuzers annähern. In diesem Fall entstehen aber am Zirkelmaß der Geschwindigkeit des Kreuzers mit der Peilungslinie zwei Schnittpunkte. Zur Ermittlung des Abfangkurses wird dann der Schnittpunkt gewählt, der am weitesten vom Richtungsschiff abliegt, da dies der Kurs ist, der am schnellsten zum Richtungsschiff führt. Mit dieser Methode lässt sich auch der Torpedokurs bzw. der Vorhaltwinkel für den Torpedoschuss ermitteln. In diesem Beispiel läuft unser Ziel das Richtungsschiff mit 18 Knoten auf einem Kurs von 0 Grad. Für unser Torpedoboot habe ich bereits den Abfangkurs bei einer Geschwindigkeit von 22 Knoten eingezeichnet. In dem gewählten Zeitintervall von 5 Minuten läuft ein Torpedo mit 30 Knoten Geschwindigkeit 4630 Meter. Diese Entfernung trage ich wie zuvor am Kurs des Richtungsschiffes ab und nach dem Verbinden der Schnittpunkte habe ich den entsprechenden Torpedokurs. Mit dem Winkelmesser kann ich direkt an den Schnittpunkten auch den Vorhaltwinkel ablesen. Dieser beträgt hier 37,1 Grad. Rechnerisch kommt man auf 36,9 Grad. Bezieht man Mess- und Schätzfehler mit ein, ist die zeichnerische Lösung also fast genauso gut. Während sich das Torpedoboot
auf dem Abfangkurs dem Ziel nähert, bleibt der Lagewinkel konstant, sofern der Gegner seinen Kurs nicht ändert. Das Torpedoboot kann dann bei ausreichender Entfernung zum Gegner die Torpedos mit dem eingestellten Torpedokurs bzw. Vorhalt losmachen. Es gibt noch weitere Variationen des Sammelns mit Höchstgeschwindigkeit, mit denen man weitere Aufgaben lösen kann, wenn zum Beispiel der Kurs des Richtungsschiffs nicht bestimmt ist. In diesem Beispiel ist die Geschwindigkeit des Richtungsschiffs und die Höchstgeschwindigkeit des Kreuzers wieder bekannt. Beide sind in der Karte bereits eingetragen und mit einer Peillinie verbunden. Als nächstes zeichnet man am Richtungsschiff einen rechten Winkel von der Peilungslinie ein. Danach am Kreuzer einen rechten Winkel von der Peilungslinie in entgegengesetzter Richtung wie beim Richtungsschiff. Danach zeichnet man die Entfernungen, die das jeweilige Schiff in einer bestimmten Zeit zurücklegen, an deren Position ein. Es entstehen jetzt zwei Schnittpunkte an den jeweiligen Verlängerungen des rechten Winkels mit den Entfernungskreisen. Wenn wir diese Schnittpunkte miteinander verbinden, entsteht an der Peilungslinie ein weiterer Schnittpunkt. Dieser Schnittpunkt stellt den Treffpunkt dar, wenn sich beide Schiffe aufeinander zubewegen. Wenn man nun den rechten Winkel am Kreuzer auf die gleiche Seite verlegt wie am Richtungsschiff und die Schnittpunkte der Kreise wiederum verbindet und bis zur Peillinie verlängert, so erhält man am Schnittpunkt dieser Linien den Treffpunkt, wenn beide Schiffe in dieselbe Richtung laufen und der Kreuzer das Richtungsschiff einholt. Zur besseren Übersicht räume ich zunächst die Karte etwas auf. Als nächstes zeichne ich auf der Peilungslinie einen Kreis, der beide Treffpunkte berührt. Dieser Kreis hat auch einen Namen. Es nennt sich der Kreis des Apollonius. Auf diesem Kreis befinden sich nun alle Treffpunkte beider Schiffe im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Kurs. In der Praxis könnte man jetzt für beide Schiffe den Kurs für einen Treffpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnen. Ein etwas anschaulicheres Beispiel findet sich in Mathematik und Marine. Dabei wird angenommen, dass es sich beim Richtungsschiff um das Seerohr eines U-Bootes handelt und der Kreuzer ein U-Jagdverband. Nachdem das U-Boot taucht, ist seine Ausweichrichtung nicht mehr bekannt. Ein möglicher Treffpunkt liegt aber innerhalb des Kreises. Aus dem Winkel der Kreistangenten ermittelt man einen möglichst gleichbreiten Wurf- oder Suchsektor für die einzelnen Einheiten des Verbandes, die ab der Ausgangsposition strahlenförmig auseinanderlaufen. Daraus folgt, je größer der Geschwindigkeitsunterschied, umso kleiner die Kreisfläche, so ergibt sich ein höherer Wirkungsbereich und eine größere Trefferwahrscheinlichkeit. Allein am Seerohr lässt sich der Typ des U-Boots und damit die Unterwassergeschwindigkeit natürlich nicht abschätzen.
Wenn man nicht einen bestimmten Gegner im Gebiet vermutet, sollte die Unterwassergeschwindigkeit eher höher angenommen werden.